Herzlich willkommen bei Smoke Wolkes Bastlecke. Der muss sich natürlich auch wieder melden. Es dreht sich um, ja, Rückblick 2023 und was in dem neunten Jahr, wo wir halt schon sind, es fängt schon an, richtig loszuballern, was sich ändern muss, um mehr an Betrag zu erhaschen, um einzusparen. Wie ihr sehen könnt, im zurückliegenden Jahr 827,67 Kilowattstunden erzeugt ein Betrag von 331,07 €. Wobei ich immer noch 127 Kilowattstunden dem RWE-Netz zugefügt habe. Das sind runde 50 Euro. Das heißt, was muss ich tun, um diese 50 Euro einzusparen, beziehungsweise aus meinen drei Inseln und dem Balkonkraftwerk an Sonnenenergie reinhole, was ich da dran ändern kann, um mehr Ertrag zu haben. Ertrag habe ich genug, aber zu wenig Gewinn. Also habe ich mir Gedanken gemacht. Das heißt, ich muss erweitern. Somit habe ich mir, wie gesagt, Gedanken gemacht, wie kann diese Erweiterung vollstatten oder vollzogen werden. Im Moment sind Eisenphosphatbatterien sehr erschwinglich, zwar immer noch für den einen oder anderen zu teuer, vor allen Dingen, wenn man 24 Volt oder 48 Volt Batterien anschaut. Also habe ich gedacht, geh's mal dahin, wo ich meine erste Eisenphosphatbatterie gekauft habe. Und siehe da, die gleiche Batterie, also 24 Volt, 240 Amperestunden, habe ich letztes Jahr im August für 1298 Euro gekauft habe. Meine ich zumindest. Auf jeden Fall waren es über 1000 Euro. Die gleiche Batterie gehe ich jetzt für 916 Euro mit meinem Gutschein, Prozente-Gutschein unter 1000 Euro. Message from the dark side, there is. Da muss ich mal dazwischen quasseln, der Yoda. Dann habe ich die doppelte Kapazität, denn zurzeit betreibe ich mit meiner Eisenphosphatbatterie mit der einen meine komplette Amateurfunkstation, Beleuchtung etc. pp. Und wenn dann noch zuzüglich die Familie, selbst jetzt um diese Uhrzeit, wird noch drin gekocht von meiner Tochter und die Speise im Netz 408 Watt ein. Das heißt also, wenn viel Strom genutzt wird, ich noch zuzüglich einspeise, dann wird's kritisch. Ich habe jetzt zum Beispiel 26,2 Volt. Da bleibt dann nicht mehr viel übrig für meine Station. Das heißt also, ich muss den Speicher erweitern. Vor allen Dingen dann, auch im Winter, wenn manche schlappe Tage kommen und es kommt nicht viel rein, ich aber den Speicher trotzdem voll kriege, ich aber auch Verbraucher habe, dann reicht die eine Batterie nicht. Ich kann machen, was ich will. Ich muss besser haushalten. Und dazu braucht man auch einen nötigen Speicher, den ich jetzt bestellt habe. Dann habe ich des Weiteren
einen Wechselrichter bestellt, den ich einstellen kann. Das heißt also, habe ich genug im Speicher, dann kann ich auch nachts, wenn alle Bubu machen, keiner mehr Strom benötigt und ich genug Energie habe, dass ich dann die ganze Nacht über als Beispiel 100 Watt einspeicher, muss ich dann noch mal sehen, was so nachts an Ruheströme oder Ruheverbraucher da sind, dass ich den Strom nutze aus meinem Speicher. Und da habe ich, wie gesagt, einen Wechselrichter bestellt. Message from the dark side there is. Genau der Ende des diesen Monats hier eintrifft und die bestellte Batterie wird so im Mai eintreffen. Dann habe ich wieder was zu tun, um meine Station zu erweitern. Das war's dann schon an Informationen. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, für den einen oder anderen, der noch kein Abo von meinem Kanal hat, würde ich mich natürlich freuen. Hui Wägelchen, es kostet nichts, es kostet nur ein Klick. Und dann sieht man sich beim nächsten Video wieder. Tschüss, bye bye, winke, winke, sagt eure Diane, die Smogwolke und tschüssi und weg. Bis dann, bye.